Was wären denn für konkrete Maßnahmen, die von Unternehmen für den Klimaschutz gesetzt werden? Ja, da gibt es schon sehr, sehr konkrete Aufgaben, die der Christoph Derexel ermittelt hat. Also der CO2-Haushalt, der teilt sich auf einige maßgebliche Bereiche auf. Die Mobilität, da haben wir den höchsten Belastungsfaktor, dann haben wir das Thema Landwirtschaft, wir haben das Thema Industrie und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, teilweise sehr komplex, aber auch andere, wo wir die Möglichkeit sehen, rascher was bewegen zu können, wie zum Beispiel PV-Photovoltaik. Und in diesem Timetable versuchen wir jetzt sozusagen, wie heißt es so schön, die Low-Hanging Fruits zuerst anzupacken, um rasch zu zeigen, dass wir Bewegung in die Strukturen bekommen und jene, die komplexer sind, die auch noch mehr Vorarbeit brauchen und auch die Politik brauchen, die dann später zu projektieren. Also alles zusammen ist schon ein komplexer Fahrplan, aber es gibt Themen, die man ganz, ganz rasch angehen kann und andere, die etwas Zeit benötigen, aber das haben wir eingerechnet.